Also bei dem älteren elektrischen Anlasser bei Brix, wenn man hier oben dieses Teil abgemacht hat mit den drei Schrauben, dann kann man auch diese Kohlebürsteneinheit unten mit den zwei ganz langen Schrauben losmachen und dann checken, ob da irgendwas an den Windungen kaputt ist oder nicht. Bei dieser neueren, da werde ich nur den zusammen. Ups. Okay. Also der Deckel ist ab. Was ich festgestellt habe, dieses kleine Zahnrad, was eigentlich dann die ganze Einheit dreht beim Starten, kriege ich nicht ab. Er ist intakt, es fehlt kein Zahn, aber diese Einheit kann man nicht auseinandernehmen. Also wenn hier etwas verreckt, dann kann man wegschmeißen. Bei dem älteren, da kann man immer noch an den Windungen etwas drücken, schauen und durchgangsprüfen, mit der Durchgangsprüfung, ob da Strom fließt. So eins habe ich schon wieder hingekriegt dann. Aber hier hätte ich überhaupt keine Chance. Das ist irgendwie, ist nicht festgeschraubt. Ich will auch da gar nicht mit Gewalt probieren. Ich meine, dreht. Was mir aufgefallen ist, das war der, den ich ausprobiert habe. Und der machte so komische Geräusche. Aber das wundert mich nicht, weil es war überhaupt kein Fett verbaut. Also da rieb Metall auf Metall richtig. Und jetzt werde ich den Zusammenbau demonstrieren. Also wenn man hier ganz genau hinguckt, erkennt man an der Außenwand die dünnen Magneten, die da fest sind. Und innen auch so die Kupferspule. Also Mechanismus ist genau das gleiche wie bei der alten Geschichte, nur hier ist nichts zu reparieren, wenn da mal was locker wird oder sich ablöst. Weil von hier unten hat man auch keinen Zugang. Ich sehe da keine Schrauben und nichts. Das ist irgendwie festgenietet. Auch wenn ich jetzt diesen Plastikteil hier mit Gewalt abmachen würde. Aber das wird nur in dem Notfall, wenn nichts mehr dreht. Dann alles oder nichts. Dass das schön zusammenpasst. Also der muss erstmal so drüber. Und dann muss ich die Löcher genau anvisieren. So ungefähr kommt es hin. Ist halt ein bisschen tricky. Muss zusehen, wie man diese Schraube da in das Loch hineinfummelt. Weil das so versenkt ist da, das schaut jetzt schon mal gut aus. Mal sehen, ob ich noch drehen kann. Nee, kann ich nicht. Bisschen lockern. Hier kommt man besser hin, weil der ist nicht so versenkt. So. Also ich habe jetzt auf die Richtung geachtet, wo dieser Kabel rausgeht zum Kabelbaum. Weil bei den anderen ist er irgendwie so nach hinten versetzt. Das ist blöd, weil da muss man da so einen Knick machen. Also das hätten wir schon mal jetzt geschafft. Also wie gesagt, hier zwei Schrauben. Jetzt kommt der Zusammenbau. Aber jetzt will ich mal hier ordentlich fetten. Zu viel will ich auch nicht machen, aber das halt so schön dünn überall bedeckt ist. Dann noch zu dem kleinen, tun wir auch was hin. Und
zur Sicherheit hier unten auch etwas. Jetzt kommt das Zahnrad drauf. Klick. Sitzt wunderbar. Jetzt ist er soweit gefettet. Wollte aber auch nicht so viel machen, dass es rausquillt. Jetzt erfolgt der Zusammenbau. Die Dichtung. Und dann kommen hier die drei Schrauben. Das ist auch immer so ein bisschen gefummelt, bis die packen. Zwei. Das sind 5 16 Zoll. Ja, packt auch sehr schön. Die ziehe ich jetzt mal fest. Gut. Jetzt kommt der Bursch drauf, die Schnecke. Jetzt ist er eingerastet. Und hier oben kommt noch der E-Sicherungsring drauf. Und dann ist der Aufbau komplett. So, sitzt jetzt wunderbar. Sollte man nicht auf Rasenflächen oder so machen, weil das Ding fliegt öfter, wenn man falsch ansetzt, weg und dann ist meist flöten. Bisschen Fett verteilen. Und dann gibt es einen Probestart. So, Ausprobierkabelbaum, Marke Eigenbau. Nur Gas geben. Hört sich immer noch so krank an. Obwohl, das kann auch durch Plastik auf Plastik sein. Okay. Nee, funktioniert einwandfrei. Sehr gut. Okay, jetzt will ich mal gucken. So, dieser Plastikaufsatz lässt sich abschrauben. Und wie ich vermutet habe, also es ist nicht zum Auseinandernehmen gedacht. Hier ist es mit so 4 Haken festgepresst, dieser untere Metalleinsatz. Also insgesamt mit 8 Stück. Also theoretisch, wenn man irgendwas komplett verreckt, dann muss man die aufbiegen und dann kann man vielleicht runter gucken. Aber im Moment läuft das Ding noch, also deswegen, da macht man nichts.